Willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Heute kein Direktstart. Was ist denn los? Ja, heute schon doch die Mega-Verfolgungsjagd. Folge 68 mit Event 68. Ah, ich dachte, ich mache das heute schon diesmal. Neue Session, neues Glück. Dann wird ein Kaltstart. Und ich würde sagen, wir rasen einfach mal direkt los. Oh Gott, nach halbe Stunde muss ich überlegen. Und das Fahndungslevel startet bei 5 und steigt. Jetzt wird's ernst. An alle Straßenwagen, wir haben eine Code-3-Verfolgung. Freie Einheiten bitte melden und zur Verfügung halten. Verdächtiges Fahrzeug ist ein grüner Lamborghini. Achtung, wir gehen jetzt auf Alarmstufe 5. Hey, Stufe 5. Lass uns den Typen überholen und eine 1075 bilden. Wir haben ihn! Wir haben ihn! So, 30 Sekunden haben wir schon mal geschafft. Die hauen sich selber weg. Achtung an alle Verfolgeeinheiten. Das wäre fast in die Hose gegangen. Schon. Auf Nagelbänder muss ich besonders aufpassen. Ey. Durch die Straßensperre gefahren. Sierra 1, wir haben gerade eine Straßensperre errichtet. Alle Infos auf eurem Bildschirm. Wir müssen nur hoffen, dass das nicht währenddessen einfriert, das Spiel. Schickt schon mal den Rettungsdienst. An alle Verfolgereinheiten, achtet auf eure 20. Links neben der Straßensperre liegen Nagelbänder. Das war nichts! Wir brauchen so schnell wie möglich eine neue Sperre! Die Bänder haben leider nicht gereicht. Alter, der Lambo ist viel krasser als unserer, glaube ich. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Bestimmt Junkman-Teile drin oder so. Ich hänge die hier ab, ohne dass ich irgendwie groß einen Verfolgungsstopper benutze. Ja, voll die Mitte. Der Fahrer ist nicht über die Nagelbänder gefahren. An alle Verfolgeeinheiten. Lasst euch zurückfallen. Wir kommen jetzt runter. Habt ihr das auch so gesehen? Bam! Wir sind hinter ihm. Ich nähere mich. Und schalte ihn aus. 10:39. Nö. Das haben wir aber nicht so abgemacht. Über die Nagelbänder gefahren. Haltet euch bereit, den Kerl zu stellen. Schickt mir mehr Verstärkung. Er hat gerade meine letzte Unterstützungseinheit ausgeschaltet. Boah, die sind ganz schön penetrant unterwegs hier. 3 Delta 10, nähern uns mit mehreren Einheiten aus südlicher Richtung. Nyeh! Er ist gerade auf den Golfplatz abgebogen. Kommt und holt mich! Ich leg's gar nicht auf viel Kopfgeld an, weil davon haben wir ja eh nix. Ich darf die nur nicht abhängen. Der will wohl nicht. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen. Fahrzeug entdeckt. Schickt Einheiten her. Das ist nicht gut. Hab sie gefunden. Blaulichtverfolgung. Ich muss den verfolgen. Was ist denn jetzt? Wer jagt denn hier eigentlich wen? Er hat alle anderen ausgeschaltet. Ich brauche Verstärkung. Er rast durch den Park. Wer verfolgt dir wen, ey? Ich jag die Bullen. Alter, Hilfe! Der haut von mir ab. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung auf dem Kreuz Camp. Ja, hier kann ich bleiben. Schickt Einheiten her. Bis Verstärkung kommt. Oder mich wieder einer jagt. Ich brauche fertig die Straßensperre.
Guck mal, der ist gestört, Alter. Einer von denen muss mich doch jagen hier. Zum Glück ist jetzt die Sperre hier aufgetaucht. Aber da vorne kommt, glaube ich, einer. Solo 4. Bitte Situationsbericht durchgeben. 5-1 braucht aktuelle Informationen. Hammer, Digga. Was ist hier los? Der eine Typ, ey. Alter, was ist mit euch? Der Code 3 Verfolgung. Entweder wollen die mich trollen oder sind blöd. Alter, Alter, was ist hier los? Die crashen hier gegenseitig weg und was weiß ich was alle. Flüchten vor mir, ich crashe die reinen Sperren kaputt. Die Minos machen die hier kaputt. Versucht ihn auf die Mittelspur zu drängen. Ja, ey! Nagelbinde, ey. Verdächtiger ist weiter flüchtig. An alle Verfolgereinheiten, hier ist Bravo 28. Wir haben eine Straßensperre vor eurem Verdächtigen errichtet. Lasst ihn nur kommen. Fünf Minuten haben wir. Ich weiß zwar nicht, was mit dem LKW da abgeht, aber... Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ist das Cross? Der Cross ist hinter mir! Ah, komm, wir fahren Rennen! Wir schalten ihn jetzt aus! Greifen wir ihn ein! Hier spricht Cross! Er ist vorbei! Sind immer noch Code 3! Dann gib mal Gas, Cross! Da ist er da hinten. Ist der Einzige, der ein bisschen Hirn hat und Abstand hält. Hört mal her, eure Route führt direkt in den Tunnel. Wir werden den Sichtkontakt zu ihm verlieren. Wo ist Cross? Cross ist immer noch da. 33, brauche dringend Unterstützung. Schickt mehr Einheiten. Ja! 10-4, ja, Solo 4. Ja, seine Bremsleuchten. Vielleicht ist die Sache jetzt zu Ende. Er war's. Da, seine Bremsleuchten! Hier! Ja, seine Bremsleuchten, ey! Arr. Komm doch her, ey! Guck mal, Cross ist immer noch hinter uns, ne? Der gibt nicht auf. Ich schalte den Kerl aus, fahr zur Seite, mach Platz! Versuch's doch. Ich komm nicht an! Der kann sich keine Beleuchtung leisten. Ach, guck mal, wenn ihn darauf hinweist, macht er sauer an. Versucht ihn auf die Mittelspur. Ich glaub, Cross haben wir abgehauen. Wir haben Nagelbänder für ihn ausgelegt. Doch, da ist er noch. Immer noch wieder. Komm, Cross. Eine Runde reicht ja wohl.
Guck mal da! Ich ist da gegen das Ding gefahren! Oh. Cross hat Splitter erwischt. Und den auch. Jetzt rast er durchs Einkaufszentrum. Verdächtiger ist unterwegs Richtung Osten, am Boundary-Einkaufszentrum vorbei. 10.25, 10.25, mein Wagen gibt seinen Geist auf. 10.42 zwischen Verdächtigem und einem LKW. Wir versuchen ihn einzukreisen. Guck mal, der andere Truck steht auch noch da, den Cross mitgenommen hat. So, jetzt wird's gleich ernst in 30 Sekunden. Schon mal ein bisschen Abstand nehmen hier. Komm, wer denn her? Das war doch Cross. Wo ist der? Zeig dich, du Lulatsch. Er hat uns am Heck getroffen. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Jetzt wird's bitter. An alle Verfolgeeinheiten, versucht ihn auf die Mittelspur zu bringen. Wir haben alles ausgelegt. Da ist der Verdächtige. Wir gehen runter auf die Fahrt. Lasst euch zurückfallen. Wir kommen jetzt runter. Ah! Achtung, alle verfolgenden Einheiten. Das ist unsere Chance, die Sache zu beenden. Wir überholen ihn und versuchen ihn mit einer 1075 zu stoppen. Stand by. Nein. Puh, 20 Minuten müssen wir überleben, oder 19. Fahr doch hin, wo du willst. Das Abhängen könnte sich schwierig gestalten. Hella. Zentrale, Verdächtige hat uns seitlich gestreift. Schon über 2 Millionen Kopfgeld hier, ey. Verteilt euch, wir nehmen uns jetzt vor. Der Typ weiß, was er tut. Ich komme nicht an ihm vorbei. Rast in das Krankenhaus. Verdächtiger war eben ohne Bodenkontakt. Er ist weiter flüchtig. Oh Mann, ey, eine Stadt ist gefährlich. Achtung, passt auf! Wir schalten ihn jetzt aus! Well. But get up! Ihn. Stand by. Oh, kommt schon wieder ein Jeep, ey.
Okay. Wir überholen ihn und bremsen ihn dann aus. Vermasselt das nicht. Zwischen Verdächtigen und einem LKW. Wir versuchen ihn einzukreisen. Alter, die ist nur geistesgestört, ey. Schon 41 Autos hier gerannt. Nee, nee. Tschüss. Lasst ihn nicht entkommen. Schaut den LKW weg und schnappt ihn euch. Kann jemand diesen Kerl aus dem Weg rammen? Nichts zu machen, er hält nicht an. Versuche ihn abzudrängen. 10:59 ein. Nicht so frech, Jungs. Kommen gar keine Rhinos mehr entgegen, glaube ich, ne, auf der Stufe. Mach kaputt die Scheiße! Viertelstunde, Hälfte haben wir. Das ist aber ein Arschloch-Nagelband hier. Wow, der hat's aber jetzt, ne? Versucht einmal. Happy Birthday! Das Manöver braucht ihr gar nicht versuchen, ihr Arschlöcher. Setze mich jetzt vor ihn. Stand by. Der das Chaos hier wegräumt, bevor der Verkehr dicht hat. Der Verdächtige hat sich überschlagen, kann aber weiterfahren. 10:87 geht weiter. Das war überhaupt nicht nett jetzt hier. Sollte sich was ändern, melden wir uns.
Haltet euch bereit, den Kerl zu stellen. Hat ein Schimpanse da mit dem Jeep. Gefährlich, gefährlich. Alter, noch mehr Sperren. Okay, kreist ihn mit einer 1075 ein. Lasst ihn nicht vorbei. Wartet auf meine Anweisung. Aus dem Weg. Verstärkung kommt. Überhole den Verdächtigen. 1075. Wartet. Wo hast du mich denn überholt? Oder? Ah, er ist vorbei, okay. Ich weiß, was ihr vorhabt. Die wollen mich in eine Zange nehmen. Vorne, links und rechts. Ich Pech habe ich hinter mir auch einen, oder? Boing. Boah. Meine Herren. So. Haltet euch bereit, den Kerl zu stellen. So, 10 Minuten noch. hier ist kein Nagel. Oh, ich entkomme schon wieder hier. Hey. Boah, da hat gesessen. Gefährlich! Alter, wie viel Sperren! Ihr seid nervig, Jungs! Die wissen genau, wo ich hin will, ne? Lol. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Bestätige. Verdächtiges Fahrzeug gesichtet.
Komm, Bus, Bahnhof. Wenn ich ihn überholen kann, blockiere ich ihn. Melde mich dann. Miep, miep. Guck mal, wie entspannt ich bin, Leute. Was ist mit euch? Eine Sperre nach der anderen hier, ey. Komm, ich helf dir. Tja. Komm. Kaboom! Versuche ihn einzuholen und mit 1059 zu stoppen. Verdächtiges Fahrzeug gesichtet. Paris, schaffst du's? Wird lustig. Wir haben es fast geschafft, noch 6 Minuten und ein paar. Was ist mit denen los hier? Lalalala. Hey! Mach den LKW frei! Ich schnapp ihn mir! Verteilt euch, wir nehmen uns jetzt vor! Wir gehen runter auf die Fahrbahn. Ja, mal sehen, ob wir den Kerl so ausbremsen können. Ja, mach mal. Einsatzwagen verloren! Wiederhole! Einsatzwagen verloren! Wie die immer fliegen, ne? 5 Minuten! Ich weiß nicht. Verlieren wir ihn. Wartet, ich schieb ihn von der Straße. Achtung, passt auf! Wir schalten ihn jetzt aus! Ihr kickt doch höchstens wieder einen armen Zivilisten hier durch die Gegend. Stufe 5 ist meiner Meinung nach sogar gefährlicher, weil dann da noch Rhinos entgegenkommen. Lass uns Golf spielen! Yeah! Hört mal zu! Wir suchen eine Fehl. Er fährt wieder auf das Grün! Er dreht um in Richtung Golfplatz! Ich will das Ding fliegen.
Ja, geht ab hier. Jetzt umgekehrt und wieder auf das Gelände des Golfplatzes gefahren. Bullerei, ihr habt nur noch 2,5 Minuten, um mich zu schnappen. Dann mache ich nämlich einen Abflug. Ach ja, eine Spazierfahrt hier, ne, eigentlich. Wir überholen den Typen und bremsen ihn aus. Seht zu, dass er bei mir bleibt. Na, ja, Marsch, ey. Ich weiß, was ihr wollt. Aber ihr werdet es nicht kriegen. Leite 1059 ein. Wir bremsen ihn aus. Überholt ihn und bilde 1075. Lasst ihn nicht vorbei. Der kloppt ja alles weg, der Jeep, ey. Sorry Leute, aber ich muss euch so langsam dezimieren. Er hat eine Tankstelle mitgenommen. Das Fahrzeug gesichtet, ich bin Code 3. Denn ihr habt nur noch eine Minute. Pass mal alle auf! Ich gebe jetzt schon mal Vollgas. Schnappt ihn euch, sobald er langsamer wird. Ich werde jetzt nur noch schneller. Oh, jetzt machen sie nochmal ernst, wa? Natürlich kommt jetzt ein Hubschrauber. Jetzt muss ich den Hubschrauber erst abwarten. Dieser scheiß Hubschrauber jetzt. 10-42. Er ist auf dem Campus. Wir versuchen, Sichtkontakt zu halten. Gefällt mir nicht hier. Er dreht um und fährt wieder auf den Campus. Ich werde die Bullen hier nicht los. Das ist das Problem gerade. Scheiße! Unser Mann ist gerade abgehoben. Unfallgefahr. Toll, ey, jetzt kommt die Verstärkung. Das lief ja nicht so geil. Boah, die rasten komplett aus, ey. Als wenn die wüssten, dass ich abhauen will.
haben Sichtkontakt zu unserem Verdächtigen. Ich mach euch rund jetzt, Alter. Jetzt mal ernst hier! Ich mach jetzt so ernst, dass wir jetzt ernste Musik machen. Abflug! Ich überhole den Verdächtigen und blockiere ihn. Stand by. Ich mach jetzt ernst, Jungs. Ich hab Schnauze voll. Lenk ihn ab. Greif schnell zu, bevor er merkt, was wir vorhaben. Kommt doch, kommt und holt mich! Ich hänge euch auch ohne Verfolgungsstopper ab. 10:33, 10:33. Wir haben ihn, wir haben ihn. Dränge ihn von der Straße. Hey, aus dem Weg. Verdächtiger lokalisiert. Wir hängen uns hinter ihn. 10:75, sobald ich ihn überholen kann. Melde mich, stand by. Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in östlicher Richtung an den Heritage Heights vorbei. Der Einsatz bleibt auf Kurs. Bitte schön. Und das war ein ernster Onkel, meine Lieben. So hängt man die Bullen ab, ohne viel Verfolgungsstopper einzusetzen. Ich patrouilliere westlich des Verdächtigen. Bams! Speichern, das war's. Die Herausforderungsserie ist abgeschlossen. Damit bleibt uns nur noch die Blacklist und dann sind wir durch hier. Prozent. Leider gibt's dafür keinen Erfolg, aber ist erledigt. Jo. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder mit dem Torpedo Clio zurück. Und machen die restlichen Rennen für Bull und dann in der nächsten Folge würde ich sagen, ja, ich meine, ja, dann in der nächsten Folge jetzt müssen wir dann noch eine kleine Verfolgungsjagd, glaube ich, machen und dann machen wir Bull platt. Ja, yeah. Und dann ist Razer dran. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da, wenn euch die Jagd gefallen hat und bis zum nächsten Mal, euer Onkel. Ciao!